Als Fußgänger muss man sich in München nicht fürchten. So kann man im Stadtteil Schwabing völlig gefahrlos über die Straße gehen. Denn in dieser Tempo-30-Zone gibt es eine total sichere Kreuzung dank Zebrastreifen mit entsprechender Beschilderung. Ich frage mich, ob die Autofahrer wirklich so viele Schilder brauchen, um es zu realisieren, dass sie hier anhalten müssen. Eins mit Reichen auf Blickhöhe. Ein Schild, gute Frau. Wir sind hier in München-Schwabing. Hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Ja, die fallen natürlich aufgrund ihrer Anzahl sehr auf, weil es schon sehr luxuriös ausgestattet ist, beziehungsweise eigentlich deutlich zu viel. Müssen aber so viele sein. Man halte sich an bundesweit verbindliche gesetzliche Vorgaben, sagt das Rathaus. Und gemäß RFGÜ 2001, Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen, heißt das: auf der linken Straßenseite ein Schild, auf der rechten eins, dann nochmal über der Fahrbahn, noch ein zweites über der Fahrbahn. Und natürlich muss auch immer die Rückseite korrekt beschildert sein. Und weil es hier an der Kreuzung noch drei weitere Zebrastreifen gibt, dürfen dort die Schilder natürlich auch nicht fehlen. Das macht also insgesamt 32 Schilder. Gut, aber Gesetz ist nun mal Gesetz. In der bisherigen Berichterstattung hat sich die Verwaltung entsprechend geäußert, man müsste das so machen, und dem ist definitiv nicht der Fall. Also man kann es so machen, aber von muss kann hier keine Rede sein. Aber es geht doch auch um die Sicherheit der Fußgänger. Also ich fühle mich kein bisschen sicherer, ne. Weil, also ich finde, es bringt halt nichts, weil keiner schaut ständig auf die Schilder. Was? Dann sind es wohl noch nicht genug Schilder. Hier ist doch noch Platz. Ja, da. Und hier. Und auf der Straße auch noch. Mann, ist hier Platz.